Nur ganz kurz, hallo, schönen guten Tag. So, und jetzt halte ich die Kamera so, weil das ist so anstrengend, wenn man da immer versucht, die Leute im Bild zu halten. Also ganz gemütlich, wie wollen die Professoren, ich würde sie bezeichnen als die, ich bin nur Assistent dort, ja, die besten Professoren der Erde, wie wollen die das schaffen, dass sie uns ein Wirtschaftswunder ermöglichen, aus dem wir raus dann den Kohlestopp 2026 und solche Ziele finanzieren können? 2026. Super, super. Das ist das ehrgeizige Ziel der Professoren. Die haben das natürlich ausgerechnet, was sie schaffen können, wie schnell sie was schaffen können. Und es hängt nicht an ihnen. Die sind seit 3 Monaten, sitzen die in den Startlöchern und warten auf den Startschuss. Aha. Und wer verhindert den? Eigentlich verhindern diesen Startschuss 2 Instanzen. Hier die, zum Beispiel die Kölner Leitung besteht zu 80, 70, 60% aus relativ radikalen Revolutionsträumern. Was heißt das? Das heißt, die wollen eigentlich einen gewaltsamen Umsturz des Kapitalismus herbeiführen. Finde ich nicht gut, gewaltsamen Umsturz. Nee. Da haben Sie Lebenserfahrung, ich habe Lebenserfahrung. Wir wissen, dass es auch nicht kommen wird. Auch nicht. Nee, nee. Daran hängt es, denn da, die sagen mir ja in den Gesprächen immer, klar, ja, in den Gesprächen sagen mir die jungen Leute immer wieder, wir brauchen eure 900 Milliarden fürs Klima nicht, weil... Da wir das schaffen mit dieser Revolution, sind wir auf euch nicht angewiesen und deswegen beschäftigen wir uns auch gar nicht größer damit. Die haben also erst 1 Stunde mit uns diskutiert überhaupt. Das ist nicht verständlich. Ja. Das ist so. Denn eigentlich stellen Sie sich vor, die Lösung, wir ziehen es heute mal von der Lösung her auf, stellen Sie sich vor, jetzt wäre hier Greta Thunberg und da links daneben Frau Merkel und all die Journalisten drumherum und Greta würde nur einen Satz sagen. We must talk about the solutions model of the second scientist, we must make a controversial discussion to find out whether it's a good solution for Germany or not. Also ob es eine gute Lösung ist für Deutschland oder nicht. Und dann würde Frau Merkel würde sagen, okay, liebe Kinder, wenn da wirklich neues Geld reinkommt durch meine frühere Kollegin und die anderen 20 Professoren, ich hole die in unsere Ministerien rein und wir legen los. Und wenn dann wirklich Geld reinkommt dadurch, dann kriegt ihr, verwende ich das für eure Klimaziele. Und dann wäre es eigentlich gelaufen. Ja, klingt einfach. Ja, denn anders geht's nicht. Also was meinen Sie, was wir alles versucht haben, um direkt in die Tagesschau zu kommen oder so? Geht nicht. Nur über Greta. Ja gut, dann Greta ist jetzt auf dem Weg nach Amerika. Die war im Hambacher Forst und ja, wenn wir davon was gewusst hätten, vielleicht hätte sich doch ein Kontakt herstellen. Wenn sie das verstanden hätte, dann hätte sie gesagt, ich fahre gar nicht nach USA, weil die Lösung liegt in Deutschland. Genau. Ja gut, wann kommt sie wieder? Ja, darauf warte ich jetzt. Gut, dann warte ich mit. Jetzt sage ich Ihnen aber nochmal, nachdem wir, also das wäre sozusagen das Pragmatische, denn die Professorin alleine, die ehemalige Bundesministerin, die kommt nicht ins Fernsehen. Sie ist das schon zu lange her, sie ist nicht mehr Promi genug. Ja. Wenn sie Arnold Schwarzenegger dabei hätte, ja, dann wird es klappen. Das ist verrückt. Unsere Medienwelt ist also geeicht auf Promis. Ja. Und Greta ist nun mal ein Promi. Aber die ehemalige Bundesministerin ist kein Promi mehr. Ist einfach. So einfach ist die Form. Ja, wir schütteln den Kopf, wie Sie sehen. Ja. Und das bedeutet, und jetzt mal ganz kurz zur Lösung. Stellen Sie sich vor, 20 Reformen. Ja, eine davon. Eine bringt 70 Milliarden jedes Jahr. Der Arzt Christian Zimmermann sagt, durch eine gesunde... Arzt Christian Zimmermann ist der Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes Deutschland. Und er sagt, 70 Milliarden jedes Jahr können wir locker durch eine sinnvolle Gesundheitsreform einsparen. Und diese 70 Milliarden, wenn wir davon 10 Milliarden verwenden für die Entschädigung aller Beteiligten, für die Wendefinanzierung, für diese Wandelfinanzierung und dann 60 Milliarden rüber ins Klima tun, sind wir schon einen ganz riesen Schritt weiter. Und das jedes Jahr. Jedes Jahr 70 Milliarden. Ja, ich bin sprachlos. Ja. Und jetzt aber, wie macht man das pragmatisch? Mein Hausarzt wird erstmal mit einem Federstrich befreit von all dem Papierkram, den er im Moment noch zu bewältigen hat. Er wird nämlich nicht mehr nach Einzelleistungen abgerechnet, sondern die Professoren bieten im Fernsehen kostenlose Unterricht an in Prävention für alle Ärzte in Deutschland und für alle Bürger in Deutschland.
kostenlose Fernsehgeschichten über gesunde Ernährung, gesunden Sport. Also dass der Arzt wird quasi ausgebildet, kostenlos zum Präventionsspezialisten. Und dann bietet er mir spaßmachende, entertainmentmäßige, vielleicht sogar mit Comedians versetzte Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles kostenlos an, weil wir ja Beitrag zahlen. Das ist ja schon ganz schön ausgeklügelt, das System jetzt. 51 Jahre Wissenschaft stecken da drin, was ich jetzt sage. Ich versuche das quasi runterzubrechen, die ganze Komplexität einer solch hochkomplizierten Reform ganz einfach zusammenzufassen. Und das würde bedeuten, dass also die Leute sich ein bisschen mehr für ihre Gesundheit interessieren, nach und nach so Spaß haben, Leute kennenzulernen und überall wird geredet über gesünderes Leben und so weiter. Und dadurch gehen die Kosten zurück. Wir müssen die Pharmaindustrie ein bisschen entschädigen, es werden weniger Medikamente gebraucht und so weiter. Wir müssen denen zu dem Wandel verhelfen, also wir müssen denen helfen, damit wir keine Widerstände kriegen. Und dann, was halten Sie von diesem Grundansatz, Deutschland gesünder und glücklicher zu machen, langlebiger zu machen und mit den frei werdenden Geldern, das war jetzt eine von 20 Reformen, da kommen also noch 19 weitere, mit diesen Geldern die Klimaziele zu finanzieren. Das ist der Plan. Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich bin ich begeistert, also wenn das so möglich ist. Deswegen bin ich hier als Ehrenamtlicher bin ich seit Monaten im Dauereinsatz, weil ich sage, das ist unsere große Chance und wenn wir die verpassen, aber die Realität hat mich gelehrt, die große Chance bin nicht ich, die ist nicht die ehemalige Bundesministerin, es sind nicht die 20 Professoren, es ist Greta Thunberg und Fridays for Future, weil die haben die einzigen, die den Zugang zu den großen Medien haben, Luisa Neubauer. Ja? Und Greta Thunberg, das sind die Stars, für die Medien sind das die Ansprechpartner und wenn die was bringen, berichten die alles rüber, jedes Wort. Aber wenn es die beiden nicht bringen, berichten sie gar nichts. Ja. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Ja, okay. Und jetzt der Vorschlag, auf Greta zu warten oder wie? Nein, mein Vorschlag an Sie, dass ich sage Ihnen gleich nach dem Interview, wo Sie das alles im Internet finden und dann einfach mithelfen, dass es dazu kommt. Also denn weitergeben quasi. Von teilen. Ja. Teilen, denn ich habe heute wieder 5 Leute interviewt, von denen alle begeistert waren von dem Ansatz. Ja, ja, wie kann man auch anders als begeistert sein? Ja, weil das ist einfach logisch und es ist auch wissenschaftlich streng logisch, naturwissenschaftlich fundiert und so weiter. Es ist einfach, dass mal wieder das Wissenschaft endlich was Neues und Gutes gebracht hat. Ja. Und das ist das Thema und deswegen bitte ich Sie, teilen Sie es, helfen Sie einfach mit. Ich sage Ihnen gleich den Zugang dazu, denn das ist das Dilemma. Die jungen Leute müssen auch von uns erfahrenen Menschen überzeugt werden, dass Revolution einfach nicht so ohne weiteres funktionieren wird in Deutschland und dass wir diese revolutionären Reformen brauchen. Die sind schon quasi eine halbe Revolution. Ja, ja, okay, also werde ich gerne unterstützen.